Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Scrap Mechanics Survival hier auf dem Kanal Mehrspieler. Noch immer mit dem Tim, dem Marc und dem Daniel. Ich krieg leider die Namen noch immer nicht angezeigt, deshalb müssen wir uns jetzt einfach mal denken, wer ist. Hier gab's Wok-Steak. Ja, das ist, wenn die Kühe das fallen lassen. Genau, in der letzten Folge haben wir uns ja so unser erstes Fahrzeug zusammengebastelt und uns allgemein ein bisschen zurechtgefunden. Jetzt sind wir kurz vor der ersten Wave von Gegnern, die ansteht, die unser Beet punishen wollen. Deshalb gehen wir jetzt gerade langsam zurück zur Base, weil wir das nachher verteidigen müssen. Gott, ich brauche Essen, ich habe nichts mehr. Ich bin hier an irgendeinem Building, aber was Kleines. Ja, warte, ich komme zu mir. Ich bin eh auf dem Weg zurück. Ich weiß nicht, ob es hier was gibt, sieht nicht so aus, Daniel. Hier war ich eben schon. Ach so, hier warst du schon. Okay. 61 Mais. Wie viel? 61 Mais. Holy shit. Okay, ja, dann haben wir auf jeden Fall kein Problem. Ich habe 40 Metal. Kann man Mais essen? Nee, kann man nicht. Also nee, der Kuh Mais. Kannst du das geben. Nee, aber der Kuh geben und Milch trinken. Kann ja Milch halt auch irgendwie essen auf, glaube ich. Und das habe ich ja, irgendwie, seit ich Milch trinke, kein Essproblem mehr. Was ist mit Milch und Essproblem? Milch das halt auch. Das füllt beides ein bisschen auf, aber essen mehr was. Simon, hier ist schon alles gelootet, hier links. Ne, hier ist noch Honig. Da oben. Ja, aber halt so Gebäude, da ist nicht mehr wirklich. Ja. Gucken, ob ich irgendwie noch zwei Gegner finde oder Korn oder so. Zwei Gegner? Hast du irgendwie bei dir in der Nähe noch, Tim? Weil ich töte die. Okay, also Karotten geben mehr Essen als Flüssigkeit. Hier ist auch noch Korn. Ist ja auch irgendwo sinnvoll. Ah, ein Roboter auf mir! Fuck. Oh, ein Roboter auf mir. Der schlägt mich. Kommt die Wave, oder? Oh, der hittet mich voll tot. Ich brauche Hilfe. Simon, kommt zur Base. Muss mal rückwärts gehen. Komm zur Base. Hallo. Engage! Danke. Die machen so viel Damage, ne? Die machen schon einiges an Damage. Zwei kann ich, glaube ich, nicht alleine kämpfen. Nee, deshalb meine ich ja auch. Sollen wir wirklich auf die Wave warten, oder sollen wir unser Gepäck nehmen und verschwinden? Ich würde die Base erstmal abwarten und gucken, wie die ist. Hey, du willst die Base doch nicht verlassen. Marc, soll ich dir vielleicht meine ganzen Eimer geben? Mit Steuerung, Rechtsklick, kannst du dann rüberziehen, ein Teil. Marc, willst du meine Eimer haben gleich? Weil wenn Leute, die Wave geht los, nein, 0 Sekunden. Mal ran. Ich glaube, wir sollten jetzt kämpfen. Da kommt schon der Erste. Woher? Wo? Oh ja, da, vom See aus. Oh ja, hier. Bei euch auch, ne? Okay, lootet erst morgen, ne? Erstmal killen. Aber in der Zeit, wo ich nichts sehe, kann ich ja auch looten. Ist ja gerade. Ich geb dir ein bisschen Defense. Easy Wave. Das war's schon. War's das wirklich? Meinst du? Kann schon sein, ne? Aua. Muss eigentlich schon mal bewässert werden? Ja, hier muss noch mal bewässert werden. Ja. Marc, ich geb dir die Eimer. Muss nur einer gehen. Wo bist du hier? Ja, sollen wir das auswachsen lassen und dann vielleicht an den See ziehen mit dem Ding oder nicht? Ich weiß nicht. Mit dem Feld. Hier kannst du alle befüllen. Bitte? Gibt auch so eine Wasserpistole, ne? Was hast du gesagt, Simon? Ob wir das Feld mal umziehen sollen Richtung See einfach irgendwann. Ja, ich hab doch gerade Wasser. Wäre besser, ne? Da muss man nicht laufen. Das wird auf jeden Fall Energie sparen. Ja, dann lass die Pflanzen mal auswachsen, kann nichts Neues mehr pflanzen, dann ziehen wir damit um. Ja. Also, dann haben wir jetzt noch 20 Minuten quasi, um wieder ein bisschen rumzugucken, ne? Ja. Ich würde auf jeden Fall den Stuff mal hier drin lagern, den ich hier so hab. Was ist denn hier? Crude Oil. Oh ja, wir könnten den ganzen Mais den Kühen geben. Ach, Holz, genau, Holz wollten wir machen für. Ja, stimmt, diese Dinge, muss man machen. Holzfarmen. Tim, hier. Ja? Gibt's nochmal Mais für dich. Wo sind die Kuh hin? Die finden sie nicht mehr. Aber es gibt ja noch viele Kühe. Ich such mal eine Kuh. Ich such mal eine Kuh. Ja, schon eine. Pack die da mal hier hin. Nein, wie findest du es bis jetzt? Ich find's bis jetzt ziemlich geil tatsächlich. Ja, sollen wir den dann einsperren? Also, aber ich mag auch so Farmspiele, ne? Wenn man jetzt gegen Farmspiele ist, dann wird man da hier keinen Spaß haben. Warte, ich kann dir auch dann helfen.
Der keinen Arm gedroppt. Der. Das Arschloch. Wow, nicht einschlagen. Okay, ich guck mal, dass ich unser Auto fahrbereit mache. Die Kuh dann auch beim See irgendwie einsperren? Das wäre unser Lager einfach komplett dahin verschieben. Ja, machen. Wenn wir überhaupt hier so. Ach Leute, so einfach kannst du die schieben, du. Ja, die kriegt man schon gut hintergeschoben. Den mit dem Speicher oder dem Baum hin. Ja, easy. Wie viel Holz habe ich jetzt? Okay, genug. Was wollte ich sagen? Achso, man kann den Mais auch einfach direkt alles, was man hat, quasi vor der Kuh platzieren und die macht dann lassen Produktion. Ich habe nicht genug Holz damit. Hey, warum kann ich das? Was denn? Ich kümmere mich mal ein bisschen darum, dass wir hier. Das ist ein sehr tiergerechter Stall. Mobil werden. Ja, wenn du quasi nur einen unteren Block hast bei dem Stall, kannst du, glaube ich, außen unten rum überall Mais platzieren. Und dann snackt die das alles auf. Kann man sie jetzt hier drüber schieben? Man kann die halt einfach da drüber, die kann da drüber einfach. Ja, dann macht höher. Dann musst du halt noch ein bisschen Holz farmen. Ja, dann farm es hier. Ja, nee, ich wollte halt gerade, damit wir dich schnell eingesperrt, weil sonst läuft die jetzt nachher nur weg. So. Ja, du kannst, es reicht ja auch, wenn du eine Reihe machst und die einfach höher setzt. Oh, du musst ja nicht, du musst ja keine Wand machen. Es reicht ja, wenn du einen Block auf Höhe 4 hast oder so. Eine Reihe. Ich glaub, jetzt ich guck mal ohne Mais, ob die jetzt hier weg kann. Wenn ich hier Mais platziere, die kommt nicht raus. Guck, Daniel. Ja, wenn du Mais platzierst, ne? Warte, ich komme mir gleich das Gehege mal angucken. Ich glaube, ja, man kann das nicht klüger machen. Ja, aber arme Kuh. Okay, was ist? Guck, die kommt nicht raus. Meinst du, ich kann die Kuh waschen? Oh nein. Waschen? Willst du die mit dem Wasser übergießen? Hab ich gerade eventuell gemacht. Man darf sie nur nicht rausschieben. Ich komme mal rüber. Okay, dann müssen wir da ein bisschen drauf aufpassen, dass wir da nicht durchlaufen, ne? Ja. Weil wir könnt ja auch einfach... Oh. Ups, was war das denn? War nicht gut. War ich alles kaputt gemacht. Sorry, mein Fehler. Ich dachte, ich hab's nicht vom Boden getrennt. Hatte ich wohl. Boah, die Krebsenfeuer sind jetzt gelöscht. Nice, Mark. Machst du das wieder dahin, Simon, oder? Jupp, ich bin gerade dabei. Beschäftige dich hier. Kannst du die nach hier schieben? Und das oben drauf krieg ich noch nicht gelöscht. Ja. Die ist gerade noch den Mais, ne? Deshalb. Ja, ich kann die auch schieben. Okay. Okay. Oh. So, die steht hier ein bisschen zu hoch. Schieb sie mal zurück. Also, meiner Meinung nach müsstest du jetzt halt auch quasi. Okay, da kann sie nicht raus. Meiner Meinung nach müsstest du jetzt halt auch. Genau, da unten drunter einfach. Nein, nicht innerhalb des Geheges, Tim. Versuch mal auf der Grenze. Dass die nicht den Mais hochrennen kann. Dass du quasi unter der Mauer platzierst. Das müsste doch bestimmt auch funktionieren. Naja, die ist zuerst auf jeden Fall der Mais. Ja, weil dann kann die auf jeden Fall nicht abhauen, weißt du? Ja, das geht. Hier ist auch noch ein Stück Holz. Genau. Weil da ist halt noch entspannter. Dann kann die auf keinen Fall abhauen. Okay, ich guck mal, dass ich unser Auto ein bisschen. Artgerechte Tierhaltung. Ja, für artgerechte Tierhaltung bräuchten wir eigentlich noch so einen Gitterboden. Aber die macht ja keinen Mist, also brauchen wir das nicht. Das ist auf jeden Fall. Die eigentlich schon Familie endlich viel Milch produzieren. Ja, anscheinend. Die ganze Zeit am Fressen. Hat halt sonst nichts zu tun, ne? Okay, kann ich den. Den müsste ich irgendwie upgraden können, aber ich weiß nicht wie. Meiner Meinung nach müsste das mit diesen Dingern hier unten doch vielleicht irgendwie gehen. Ah, ne, den eh nicht, den Driver Seat. Aber vielleicht müssen wir das, egal was Marc und ich da vollgestellt haben, halt wirklich vollstellen. Ich glaube, das ist nur Lagerplatz, Daniel. Hui! Tauchst du gerade?
Wir machen einen Unterwasserfight, Alter. Meer war auf jeden Fall Öl. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin ich, ich schlag dich da auch. Ist das Server down? Nee. Und bei mir nicht, nee. Schlag dich mal aus dem Wasser, Daniel. Engine ist off, okay. Bist du auch noch im Wasser? Nee, ich hab dich gerade aus dem Wasser rausgeschlagen. Okay, ich rejoin. Okay, also unser Auto müsste jetzt auch für 4 Leute fahrbereit sein, falls wir mal eine größere Tour fahren wollen. Ja, können wir jetzt gleich mal machen. Ich würde erstmal die Kuh noch fressen lassen, weil. Vielleicht nächste Wave oder so, ne? Ja, nach der nächsten Wave, genau. Dann können wir hinten auf die Straße mal fahren. Genau. Würde ich auch sagen. Sei ruhig, Kuh, du hast keine Rechte. Moment, warum hat die Kuh denn keine Rechte? Jetzt das nicht Rechte, uns Geld zu geben. Kann man hier nicht neben noch platzieren? Hier unten, Marc? Nein. Leider nicht. Okay. Ja, dann ziehe ja die von da unten nach hier oben mit. Ja, sobald die ausgewachsen sind. Ja, oder hier alles hin oder so. Ja, hier ist halt überall nicht so gerade. Ach, wobei, hier hinten bei dem Schild. Ah, hier hinten bei dem Schild, wo das Feld vorher war. Was ist da? Das stimmt, da können wir das hier setzen. Hier ist schön gerade und das ist nah am Wasser. Das macht sogar voll Sinn, das hier zu platzieren. Wir haben erstmal alles kaputt gemacht und wir das so gewollt. Ja, aber vielleicht ein bisschen Vorschlag. Das Bausystem ist auch noch ein bisschen blöd, dass man in den Boden reinbaut, ne? Vor allem kann man das Schild dann ja schon immer so. Wir bauen nur meistens auf einer flachen Map halt, ne? Ja, ja. So, was wolltet ihr jetzt hier beim Schild machen? Da kommt das Feld hin. Du bist schon aufgeregt. Die Kuh ist aufgeregt. Die Kuh ist aufgeregt. Oh nein, die Roboter, sie kommen. Wir können ja auch irgendwann Waffen machen. So, ich sehe noch nicht so ganz, wie wir den Fortschritt erzielen. Ja, hier kommt ein kleiner Gegner. Hier hinten kommt noch einer. Aber der läuft zu euch. Und pass auf, hinter uns, Daniel, kommt auch einer. Lass mal den pushen. Okay, pushen. Oh, der hat das Feld angegriffen. Bei dir? Ja, pass auf, von hinten kommt auch einer. Warte mal, lass den mal. Was macht der? Er greift die Base an. Das hat irgendwie schwierig hier zu sehen. Oh, der ist durch! So viele Büsche sind. So nicht, mein Freund, so nicht. Seid ihr durch? Ist bei dir noch was, Tim? Nee. Okay, hier scheint jetzt auch vorbei, ne? Feld dürfte auch gleich. War es bestimmt. Waren ja schon ein paar mehr jetzt. Kommt wahrscheinlich auf die Feldgröße an, oder? Waren auch andere Gegner jetzt, ne? Und wahrscheinlich jede Nacht ein bisschen stärker, ne? Oh, das könnte auch sein. Komm schon, werdet gut, meine Pflanzen. Werdet gut. Weil vielleicht einfach. Warum machst du das hier so? Setz das direkt vors Schild. Ja, machen. Dann hast du schon mal das Schild als eine Wand. Da haben wir schon mal gespart. Hey. Das ist auch gut hier. Ich kann den nicht drehen. Also. Ja, aber dann halt hier so schräg einfach. So. Oh ja. Du hast dann halt das Schild schon mal als eine Außenwand. Dann haben wir schon mal was gespart. Und ich glaube nicht, dass das Schild kaputt gemacht wird von den Monstern. Ich weiß nicht, ob die da drunter angreifen können. Wir können ja sicherheitshalber irgendwas davor ziehen. Ich denke, dass das nicht mal Wände wirklich sein, wobei, wenn die eins kaputt machen, fällt das alles runter. So ein paar Verbindungen zum Boden einfach dürfte schon. Oh, das ist die nächste Wave. Wann kommt die? 19 Minuten. Okay, dann. Sollen wir uns mal das Auto packen und losfahren? Ja. Let's go. Mach die Hinterradräder als Antrieb, Simon, das macht mehr Sinn. Nein. Vorderräder steuert sich aber besser. Ja, es hat aber eben wesentlich besser funktioniert mit dem. Könnt ihr nicht alle Rad machen? Warte, dann habe ich, ne, hab ich hier irgendwas falsch gebaut. Nee, bin ich richtig. Die Räder sind einfach kacke, oder? Es ist alles einfach frei. Die Räder sind richtig kacke. Der Baum weiß gar nicht, was ihr habt. Oder haben wir irgendwie irgendwas da unten drunter, was wir nicht. Gehen wir auf Hinterrad. Egal, das geht schon. Oder wir müssen das einfach zur Straße bringen, weil hier ist ja voll das Tor. Du könntest auch vielleicht einfach die Reifen hinten noch ein bisschen runtersetzen mit so runterstreben.
Siehst du? Wie die Reifen einfach eiern, ne? Tim, sollen wir laufen und gucken, ob wir schneller sind? Man ist schneller, wenn man läuft, glaube ich, als das Auto. Ja, warte, Daniel, wir müssen vielleicht noch einen Motor für die Vorderräder oder so, ich weiß nicht. Na, wir machen jetzt mal mit dem Auto einen Ausflug. Auf der Straße wird schon, wir gucken mal, wie es sich auf der Straße fällt. Also wir haben halt echt noch Kackräder, aber wir können das ja sonst auch da parken an der Straße und dann, wenn wir das Querfeldein schneller sind, einfach Querfeldein dann laufen. Was nicht angegriffen wird? Ich weiß nicht. Du baust das einfach hoch genug oder so. Ich glaube nicht, dass das angegriffen wird, die greifen dann so Felder an. Und jetzt habt ihr aber Speed. Da waren wir gerade berg runtergefahren. Auf der Straße geht aber gut ab. Du bist trotzdem noch schneller. Gut, der Vorteil ist halt, dass man nicht so viel Nahrung verbraucht, ne? Ja, Nahrung verbrauchst du nicht, halt Fuel. Ja, stimmt auch mal wieder. Ja, sonst, wir müssen halt gucken, ob wir einen zweiten Motor bauen können und dann die Vorderräder noch anschließen, dass wir Allrad haben. Ich glaube, das wird schon helfen. Ja, okay. Und natürlich wird nicht der Motor ausgemacht. Ich glaub, aber dann gehen wir trotzdem ein bisschen weiter, oder? Ja, ja. Ja, wir rennen jetzt mal die Straße lang. Wir haben ja den Timer stehen. Bei oben läuft ja auch immer so eine Uhr mit oben, Daniel. Ich weiß halt nicht, was die Uhr von Race ist. Tageszeit, glaube ich. Im Tageszeit kann es sein. Boah, ja, die Straße in die Unendlichkeit. Oh, ich hoffe, wir fahren aber nicht schneller als 38. Kommen die Roboter. So ein Polizeiroboter. Ah, hier war auch ziemlich viel Mais, rechts und links. Aber wir haben ja jetzt nicht unendlich viel Milch. Ich denke mal, das ist sowas, wo man im Endeffekt nie genug von haben wird. Da sind die Schilder da drauf. Eine Farm. Ja, lass da hingehen zur Farm. Das ist die Farm-Raid. Aber da sind die bösen Farmroboter drauf auf dem Bild. Oh. Das erzählt so ein bisschen Story, glaube ich. Da war Honig. Das ist dieses typische... Da hinten ist irgendwas auf dem Meer, aber da braucht man am besten ein Boot im Optimalfall. Die Farming-Roboter böse geworden. Und da geradeaus kommt das nächste Building, wenn ich das richtig sehe. Oh ja. Ich verfolge einen Roboter. Ich laufe dem mal hinterher. Ich meine, wir können natürlich auch im Endeffekt. Guck mal, ich habe einen Leiter. Ich habe einen neuen Freund. Der Friendly? Zu mir ja. mag nicht. Jungs, wie wär's denn, wenn wir einfach gleich mal. Wie wär's denn, wenn wir einfach gleich mal die Felder leer lassen, die Erde vielleicht auch abbauen und dann mal wirklich eine größere Erkundungstour machen. Dann sind wir nicht an diese 20 Minuten gebunden. Ja. Wir sind auf jeden Fall Gegner drin. Kriegt man die Erde wieder, oder? Ja, ja, die kannst du abbauen. Ja. Ah, was? Tim! Hier ist mehr Erde. Was? Rückwärts und schlagen. Oh, was haben wir denn hier? Eine Chest. Hey. Hier ist jetzt irgendwie nicht so viel, ne? Hier oben auch nicht. Glaub ich. Nee. Ah, doch, da. Oder hinten. Da hinten und hier. Das ist eine Werkstatt. Das ist eine Werkstatt. Ja. Ja, das ist irgendwas Gutes. Das ist eine Werkstatt. Das ist eine Werkstatt. Da ist ein Dings. Kann ich die Milch verkaufen? Verkaufen? Vielleicht, wenn dein Handy. Oh, ich hab eine Batterie gefunden. In der Werkstatt eher weniger. Nice, Mark. Eine Batterie hatte Mark gefunden. Das heißt, irgendwo können wir. So kleine Batterien. Ach so, okay. So 12 Volt. Ne, nicht 12 Volt, 6 Volt. Was das nicht. Sei mal vorsichtig, Daniel. Ein Elektroauto. Ich weiß nicht, was hier wartet. Hier ist ein Beatboxer. Warte, das ist die 3. 2 und die 1. Dann kann man so. Oh, okay, die Türen kann man aufhitten, Daniel, ne? Ach Leute, das kann bei mir nur verzögert. Oh ja, hier ist noch eine Batterie. Braucht ein Gegner. Hier drin ist gar nichts. Ein Bett ist hier. Oh ja, Betten sind hier. Alter, lass hier hinziehen, Mann. Ja, hier kann man. Ja, wir müssen gucken, ob man hier craften kann, Daniel. Betten haben wir bei uns im Schiff auch, by the way. Ich hab gehört, die Betten sind Respawn-Punkte, ne? Ah, okay. Hier kann man craften. Kann man craften? Okay, wir ziehen hier hin. Requires Power. Wir brauchen Power. Ja, ich hab eine Batterie, warte, ich komme. So eine große. Wo ist die? Hier braucht man. Ist halt die Frage, ob hier auch Wasser in der Nähe ist. Hier, Daniel, hier muss ich hin.
Bias Power. Okay, vielleicht hat man hier auch mehr Rezepte zur Verfügung. Das sieht ja krass aus. Ne? Ja, hier kann man einen Kochroboter, einen Raffinerieroboter, einen Ressourcenkollektor und einen Dressroboter bauen. Nice. Okay, wir ziehen sowas von hier. Doch, hier kann man auch die gleichen Sachen wie bei uns im Schiff bauen. Okay, ja, dann kann man hier kann man halt deutlich mehr kaufen in der Werkstatt. Ja. Ah, und vor allen Dingen können wir dann hier, Roboter macht, glaube ich, so vor allen Dingen können wir hier die Eingänge zubauen. Und dann können wir hier auch das Beet und so drin anpflanzen. Nee, ich glaube nicht, dass du hier Erde platzieren kannst. Habt ihr Circuitboards? Oder? Warte. Ich hab leider keine Erde gerade. Ich hab 10 von 10 Circuitboards, oder? Aber auf jeden Fall den Craftbot, oder? Ich würde erstmal den Refine. Ja, lass erstmal die Sachen hier hinholen. Lass erstmal. Ja, ich wollte gerade sagen, lass jetzt erstmal zurück und die Sachen holen und dann ziehen wir hier hin. Was macht der Raffineriebot denn, Tim? Er müsste doch quasi die Holzstangen und so klein machen in Blöcke. Leute, lass mal los. Wir können und die Metallstangen. Okay, ja, aber wir müssen auch einen Ressourcenkollektor daneben quasi platzieren, der das dann aufsammelt. Ich dachte halt, vielleicht kann man in der Crafting Station was machen, um diese Steinblöcke abzuhacken. Also man kann auch, wenn du die hochheben kannst, Tim, dann kannst du die da reinwerfen. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ja. Nee, die Steinblöcke, die man nicht mit dem Hammer abhaken kann. Kann man das Meerwasser zum... Weiß ich nicht, ist auf jeden Fall noch ein Eimer. Kann man das Meerwasser benutzen? Müssen wir testen. Was noch ein Eimer? Konnte man da so eine Wasserpumpe kannst auf jeden Fall craften? Fällen und throwen. Nee, das ja, ist nicht. Das ist dasselbe Wasser. Dann können wir hier ja auch ein riesen Feld machen. Ja. Ist auch ziemlich gerade die Fläche. Das stimmt. Ja, dann können wir umziehen auf jeden Fall. Ah, sowas cool. Von. Oh fuck, ich hab nichts drin. Lol, du hast das in meinen Eimer reingeworfen. Lol, was? Ja? Hilf zurück! Warte, ich. Geht hier? Das? Lol! Lol? Ne, du hast daneben geworfen. Muss ich was du klicken? Du hast einfach nicht richtig gefangen. Die ewige Frage: schlecht geworfen oder schlecht gefangen? Wie cool nice ist das denn? Vorbei? Das ist echt witzig. 6 Sekunden. Okay. Oh, scheiße. Das wird eng. Oh, da kommen die. Was sind das Alter, viele? Alter, das sind viele! 2, 3, 4. Der hat mal kurz. Oh mein Gott. Okay. Gut. Rückwärts gehen und schlagen. Wir können das Feld abbauen. Unser Feld ist kaputt. Alter, kommen da viele? Da kommen nochmal 3. Ja, bau das ab und hau ab. Hinter dir. Ehrenmann Tim an der Stelle. Gib mir Deckung. Okay. Okay, haut ab. So. Haut ab. Auto. Fuck, ich kann dann so nicht rennen. Scheiße, ich hab noch so einen Arm bei mir. Ja, platzier ihn einfach. Scheiß auf den Arm. Bau den ab. Okay. Das passt. Ach, alle die Mods hatten gehen nicht mehr. Scheiße. Okay, ja, da müssen wahrscheinlich die Mods angepasst werden, ne? Oh, lul. Ja, hätten wir besser Vanilla gebaut, unser Ding. Was? Wir besser Vanilla gebaut, unsere Map. Habt ihr viele Mods benutzt, oder? Ja, schon. Was hast du eigentlich für ein Teil? Waren wir schon mal? Geupdatet. Ja. Das war der Start. Starthaus. Immer lass das Auto runter. Alter, sind die Reifen scheiße. Ja, du klemmst den ja ein links. Ah. Okay, dann muss ich die Lenkung optimieren. Die Reifen an sich sind trotzdem scheiße. Uiui. Pass auf, Leute. Ich würde sagen, in der dritten Folge, kümmern wir uns dann drüben mal um unsere kleine Zwischenbase, craften die Sachen, die wir dann noch craften müssen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ich weiß noch nicht, wie die Folgen aussehen werden. Ich denke, ich werde sie ein bisschen zusammenschneiden. Sehen wir dann. Das ist nicht die volle Stunde, sondern dass ich auf 30 runter reduziere oder so. Bin mir noch nicht ganz sicher, werde ich noch entscheiden. ich hoffe... Daniel. Aber also. Kann das bitte irgendwer klippen? Bitte. So, ich hoffe jedenfalls, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Tschüss.